So, jetzt habe ich das Ganze ein bisschen in den Hintergrund gedrängt und jetzt fange ich nochmal an wie in der Hitparade. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir ein riesengroßes Vergnügen, heute einen Mann anzukündigen, der eben nicht gerade seine Referendarzeit absolviert, sondern er ist Direktor, direkt aus dem Direktorat, heute etwas länger, auch wenn er Kurz heißt, Franz Kurz von der HTL Hall ein. Und jetzt bitte Hall ein. Ihr wisst aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, da in Ruhe zu sitzen. Mir geht es so ähnlich beim Reden. Also ich habe jetzt 2 oder 3 Jahre unterrichtet, bevor ich jetzt 10 Jahre Direktor war. Es hat mir immer Schwierigkeiten bereitet, vorne zu sitzen. Also ich bin immer gestanden oder gegangen. Also bitte erlaubt es, dass ich mich jetzt auch ein bisschen bewege. Ich möchte da anknüpfen, was wir vorhin gesehen haben und auch an dem, was die letzten Tage so passiert ist. Passiert ist nicht nur, dass die 76 Direktoren und Direktorinnen der HTLs Österreichs eine Tagung in St. Pölten gehabt haben, auf der ich war, wo man über die Zukunft nachgedacht hat. Gibt's auch bei Direktoren und Lehrern. Sondern etwas, was hier angesprochen wurde und was in den letzten Tagen auch publiziert wurde, und zwar neue Mittelschule, ein gescheitertes Konzept. Man hat getestet und hat festgestellt, es funktioniert nicht. Heute zum Beispiel Mittag im ORF, ein Bildungsexperte, ein Herr, der so jenseits der 70 gewesen sein dürfte aufgrund der Stimmlage, hat darüber sinniert, dass er 5 Kinder hat und dass die alle super ausgebildet wurden, aber heute praktisch die Bildung zugrunde geht. Er hat irgendwie nicht überrissen, dass er die Kinder erzogen hat, die jetzt nicht mehr in der Lage sind, die Kinder zu erziehen. Und das sind dann die Bildungsexperten, die sagen, das System heute funktioniert nicht. Also, wir hören hier sehr viele verschiedene Systeme, haben gehört, hören noch, wie man Schule denken kann. Und ich glaube auch, so viele Menschen, wie es gibt, so viele unterschiedliche Bildungsansätze sind zulässig, möglich und wünschenswert. Das heißt, menschgerecht zu unterrichten ist nie verkehrt. Ich komme dann am Schluss nochmal zurück, auch etwas, was in dem Film war. Die Kinder, Jugendlichen, die man unterrichtet, muss man von ganzem Herzen mögen. Das ist die Grundlage jedes Erfolgs. Ob jetzt der Lehrplan ganz genau eingehalten wird oder nicht, ist schon egal. Ich sage euch aus eigener Erfahrung als Direktor, der wird so und anders nicht eingehalten. Also, nur mir ist lieber, man hält ihn nicht ein, weil man die Kinder mag und jetzt halt gerade was anderes tun muss, weil das einfach kindgerecht ist. Oder dem Jugendlichen entspricht, weil den halt seine Hormone plagen, Burschen meistens mit rund 17, Mädchen meistens mit rund 12, 13. Und da gibt's halt nichts, was wichtiger ist. Und da muss man sich halt in der Stunde dann, wir haben jetzt so schöne neue Medien, muss man sich unterhalten, muss irgendwelche Videos aufnehmen, austauschen und ähnliches mehr. Und wenn man sie dort abholen kann, wo es gerade sind, kann man mit ihnen sehr viel machen. Wenn man das nicht tut, ist Hopfen und Malz verloren. Wenn ich erinnern darf, und die da nicht da waren, vor 2 Mal habe ich reden dürfen über ungehobene Potenziale. Damals habe ich gesagt, an die 80% ungehobener Potenziale. Nur damit, dass man typgerecht unterrichtet und berät. Dass man typgerecht lernt. Es gibt halt verschiedene Wahrnehmungstypen und es gibt verschiedene Temperamente. Und wenn man das mischt, kommt man auf ganz schön viele verschiedene Lerntypen. Wenn das interessiert, bitte einfach nachschauen im Internet. Habe ich letztes Mal mit Händen und Füßen versucht zu erklären. Heute ein Beispiel
das mit dem Film dort zu tun hat. Neue Mittelschule. Wir haben eine Partnerschule, die neue Mittelschule ist, wo auch Lehrer von uns unterrichten. Und eine Lehrerin hat mir erzählt, sie hat vor einem Jahr dort in der Klasse mitgeholfen, auch wo man etwas gebastelt hat, also für die Mütter. Und ein Kind sitzt da ganz bedeppert dort, und es war ein Mädchen, und sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann das der Oma auch schenken? Ja, freilich kannst du es der Oma auch schenken. Warum möchtest du es denn der Oma schenken? Mutti ist davon gelaufen, Papa kenne ich nicht. Das ist die Realität in der neuen Mittelschule. Dann sagen wir, das System ist falsch. Wir müssen uns mit den Kindern beschäftigen und nicht System. Welches System das dort läuft, das ist absolut nicht so wichtig. Es muss eine Organisation da sein und es muss bekannte Systeme geben, damit man etwas Ruhe hat als Direktorin, als Direktor, als Lehrerin, als Lehrer. Aber das ist nicht das Postulat, das irgendwo ganz oben steht, sondern das Postulat ist, ich mag meine Schülerinnen und Schüler, ich merke, wenn die nicht gut drauf sind und versuche sie dort abzuholen. Ja, wie soll ich das machen mit 36 Schülerinnen und Schülern? Bei uns sind 36 Schülerinnen und Schüler drinnen in der Klasse. Bis zu. Ja. Für manche sind 15 schon zu viel. Das ist nicht wirklich das Thema. Das Thema sind ja nicht die 36, wo es 34 gut geht, die heute super drauf sind, denen einen Arbeitsauftrag gibt und dann können sie, und da sind wir jetzt bei der Individualisierung, über die ich dann später ein kleines bisschen rede, sondern es geht um die Fünfe, die heute gerade nicht gut drauf sind, und wenn ich die heute nicht anhole, sind die nächsten zweieinhalb Monate auch noch nicht gut drauf. Das heißt aber nicht, dass ich die, die jetzt besonders powerful sind, vergessen darf. Weil das ist auch etwas, was man oft macht. Man beschäftigt sich nur mehr mit den paar, die Herausforderungen haben, und alle anderen, die eigentlich jetzt gefördert werden wollen, fördert man nicht mehr. Im ersten Moment ist das nahezu unmöglich. Ich kann nicht gleichzeitig mit den fünf, denen es gerade schlecht geht, psychologische Betreuung machen, und mit den zehn, denen es besonders gut geht, die muss ich fördern. Wenn ich das einer Lehrerin oder einem Lehrer so sage als Direktor, dann sagen sie, du hast ja einen Vogel, das geht ja gar nicht. Ja? Du bist schon so lange weg, du hast jetzt 10 Jahre nicht mehr unterrichtet, du hast keine Ahnung von der Realität. Wenn man aber ein bisschen weniger redet und ein bisschen mehr spürt, dann funktioniert das gar nicht so schlecht. Ich habe 138 Lehrerinnen und Lehrer, und viele davon wundern sich alle wieder, warum ich das merke, wenn ich rausgehe in die Halle, da rennen alle möglichen vorbei, dass ich ausgerechnet die erwische, denen es heute nicht gut geht. Das ist im Prinzip ganz das Gleiche. Da kann ich auch nicht mit allen reden. Aber die, wo ich weiß, das wird essig, wenn das noch länger dauert, da führen wir halt dann ein Gespräch, sage ich, jetzt schau einen Augenblick zu mir rein, ich möchte mit dir einen Schatz da, und dann reden wir drüber. Ja? Ich möchte nicht sagen, dass ich das immer merke, weil manche gängen einfach in unserem großen Haus, wir haben 1200 Schülerinnen und Schüler, gängen einfach an dir vorbei und du merkst es nie. Ja? Oder sind so verschlossen, in sich gekehrt. Ich darf sagen, von meinen 138 Lehrerinnen und Lehrern, gängen wir 20 regelmäßig durch die Lappen. Weiß ich nicht, wie es denen geht. Ich muss aber sagen, ich bin heilfroh, wenn ich die 138 weniger 20, nämlich 118, helfen kann. Ja, so oder anders. Da musst du einfach irgendwann einmal auch sagen, jeder Mensch hat seine Grenzen, und das müssen die Lehrerinnen und Lehrer auch sagen. Und soweit ich kann, tue ich. Aber eins steht auch fest, so wie die eine Schülerin und Schüler mögen wollen, mögen müssen, so mag ich meine Gefraster, die halt bis zu 64 Jahre alt sind. Ja, ich mag es wirklich, ja, von ganzem Herzen. Und ich finde, jede und jeder von denen, die haben ja alle einmal Entscheidungen getroffen, da erinnern zu sein. Es wisst, wie sie zum Beispiel Hilfskräfte, ich bin ja ziemlich viel unterwegs, habe ich das letzte Mal schon gesagt, viele Berufe, viele Aufgaben.
Ich habe unter anderem als Kundschaft ungefähr 2000 Mitarbeiter einer Organisation in einer österreichischen Stadt, die sich mit Sozialtätigkeiten beschäftigen. Hauskrankenpflege, Altenpflege und so weiter und so fort. Die sind die Helferlein par excellence und bringen sie dabei selber um. Umbringen tun sie sich nicht mit der Mehrheit der Leute. Umbringen tun sie sich mit ein paar wenigen, die einen Dickschädel durchsetzen wollen und sagen, ich gehe von daheim nicht weg ins Pflegeheim, das interessiert mich gar nicht, ich möchte die Hauskrankenpflege. Haben aber 5 Schwäne von der Haustür bis ein ins Schlafzimmer, das Bett ist irgendwo in der Ecke hinten und sie haben, weil sie sich nicht rühren, 150 Kilo. Jetzt lasse ich euch einmal eine 150 Kilo Frau, ganz konkreter Fall, eine 150 Kilo Frau bewegen. Wenn sie drin liegen lässt, stirbt sie, weil sie nicht bewegt wird, kriegt sie einen Herzinfarkt. Wenn sie es bewegst, kann sie auch sterben, weil wenn sie es viel bewegst, hält der Kreislauf nicht aus und stirbt sie auch. Jetzt ist aber die noch saulästig, du sollst es betreuen. Ja? Also das geht in Richtung Selbstauflösung. Ähnliche Situationen gibt es auch bei den Lehrerinnen und Lehrern. Die wollen, die mengen die Kinder, aber sie da bocken es einfach nicht mehr, sie da bloßen es nicht mehr. Ja? Nicht mehr. Gefährdet sind nicht die, die nichts tun. Weil die lernen sich zurück und sagen, oh, es gibt 2 Gründe, warum ich Lehrer geworden bin. Juli und August. Ja? Gibt's auch. Natürlich. Und das ist aber das Vorurteil, mit dem wegen der 5 Lehrer, die es gibt bei meinen 138, gibt es wahrscheinlich 5. Aber alle anderen 133 können sie den Gesang der Bevölkerung anhören, weil es dort 5 gibt, denen Juli und August das Wichtigste ist. Bitteschön, es ist nichts schwarz und weiß. Wir haben alle Grautöne, alle Farbtöne wunderschön in unserer Bevölkerung. Und auch die Population der Lehrerinnen und Lehrer ist nicht anders. Sind ja aus unserer Runde und so wie wir alle möglichen Neigungen haben und Freuden und Leiden, so ist es bei denen auch. Sind nicht viel anders. Haben halt einen anderen Beruf. So, jetzt ist aber das, was wir denen anvertrauen, unser Liebstes, unsere Kinder. Jetzt haben wir eh schon die Kinder, so wie im Altersheim die Alten, deponiert. Zu Fachleuten. Ja? Und dann machen die nichts draus. Ja, verstehe das nicht. Ich hätte mir eigentlich erwartet, wenn ich das Fachleuten zur Verfügung stelle, dann wären das alles Akademiker. Ja, das ist ja das, was gut ist. Also zumindest eine Stufe höher, als ich selber gemacht habe. Oder eigentlich wollte ich alle schon 2 Stufen höher, jetzt muss das Kind 2 Stufen höher. Ich frage mich ehrlich, was ist da höher? Hecher ist, wo wir uns wohler fühlen. Glück ist, wo wir uns wohlfühlen. Das hat nichts mit Hecher und Nieren zu tun. Ja? Sondern es hat damit was zu tun, wenn meine Erfüllung ist, dass ich, wenn ich was gearbeitet habe, die Früchte meiner Arbeit in die Hände halten darf, dann ist das Richtige, dass ich einen handwerklichen Beruf lerne. Ja, weil dann habe ich ständig Erfüllung. Immer wenn ich was mache, kann ich das anschauen, in der Hand halten, sehe, wie klasse das, das ist. Und wenn meine große Leidenschaft ist, herumzudenken und zu spintisieren und mir Sachen auszudenken, ja, dann kann ich irgendwo beim Film landen oder irgendwo in der Regie oder irgendwo am Theater oder irgendwo, wo auch immer, oder Akademiker werden oder Ingenieurinnen oder Ingenieur werden. Die müssen alles denken, was es noch nicht gibt. Nette Geschichte. Ja? Bitte, das oben und unten, das bei uns so weit verbreitet ist, vergesst das. Ich möchte wissen, wenn wir lauter Akademiker hätten, wer verkauft da draußen das Zeug? Wir verhungern. Ja? Das ist sinnlos. Das, was wir schaffen müssen, eine schöne Mischung, nämlich so gemischt wie wir sind, so gemischt soll auch das Handwerk sein, die Ausbildung sein und alles.
Die nächste Geschichte, da sind wir jetzt bei der Individualisierung. Das sind alles so hochtrabende Namen für das, was eigentlich ganz einfach ist. Wenn ich in einer Art und Weise unterrichte, wo für jeden was dabei ist. Wir haben das letzte Mal die Typen gemacht, schaut euch das an, ist wirklich lustig, nämlich für euch selber, dass wirklich Dinge machen könnt, die euch Spaß machen, und das ist ganz einfach zu merken. Ja? Die Isabella weiß, dass man schlecht was da merken kann, ungern was zweimal machen, und sie hat zuerst gesagt, du brauchst da nur halbe Achte merken. Ich weiß zwar bis jetzt noch nicht warum, aber wir werden schon drauf kommen. Also bis morgen früh um 7:30 werde ich wahrscheinlich vortragen müssen. Ah, sieben hast du gemeint. Gut. Das ist kreativ, das sind die Sanguiniker. Schaut euch das vom letzten Mal an, die also 7:30 morgen und um 7 einen Termin ausmachen. Und wenn sie um 8 da sind, sind sie bald gekommen und wundern sich, dass alle anderen grantig sind. Gut. Also. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, zu den Leuten kommen. Nicht nur, dass ich die Leute mag, dass ich merke, wenn es ihnen nicht so gut geht, weil jetzt möchte ich wissen, wer, der gerade die große Liebe verloren hat, sitzt da drin in der Klasse, könnt ihr euch es vorstellen, wenn es die große Liebe verliert, dass euch da die nächsten 2-3 Wochen irgendwas interessiert, was der Kasperl da vorne erzählt. Aber wirklich nicht. Ja? Ja? Da gibt es ganz wichtige Dinge. Und das ist jetzt gar nicht lustig gemacht, sondern das ist sehr tragisch. Das Erste ist, dass man mal das Herz erleichtern kann, dass einem besser geht. Und wenn es einem besser geht, dann gehen auch Sachen rein. Außerdem mag ich den, der mir geholfen hat, dass mir besser geht. Und mit dem Mögen, das ist ja nicht einseitig, sondern das muss in zwei Richtungen funktionieren, lerne leichter. Weil das ist wert, den mag ich. Ja? Für den lerne, ist ein Schmarrn, aber lerne du mal für sich selber. Aber das ist mir wurscht, unter welchem Vorwand, dass die gern lernen, wenn sie gescheiter werden. Ich sage aber, Liebe und Wissen sind die zwei Sachen, die mehr werden, wenn man es teilt. Ja? Bitte, denkt dran und tut es. Liebe und Wissen teilen, und ihr seht, wie sehr das aneinander hängt. Die nächste Geschichte ist, wenn ich jetzt weiß, was ich mache, Handwerk, eine Schule, eine Matura, eine Hochschule, was immer, dann ist die Frage, was soll hinten noch rauskommen? Nur wenn ich ein Ziel kenne, kann ich an Wegkreuzungen die richtige Entscheidung treffen. Nämlich in die Richtung, in die ich kommen will. Und deshalb ist man derzeit gerade dabei, nimmer den Lehrplan als das zentrale Thema der Ausbildung und Bildung zu sehen, sondern die Zielorientierung. Und diese Zielorientierung, diese Kompetenzorientierung, so nennt man das, also die neuen Lehrpläne sind alle kompetenzorientiert, da sage ich, wenn die da rauskommen aus der Schule, so ins das, von dem wir mal gehört haben, das sollen sie kennen und sollen sie auch anwenden können. Und bei dem, da sollen sie sich selber was ausdenken können. Da sollen sie ein Stück weitergehen können, als derzeit bekannt ist. Bitchen, das nicht als Postulat sehen. Weil wenn ich jetzt sage, ja, der soll, ich sage jetzt einfach irgendwas, der soll ja Brücken rechnen können und soll jetzt dann im Endeffekt ein Planer können, wie man es baut. Okay, ich nehme jetzt ein Beispiel aus der Technik. Dann gibt es 4 Gegenstände, die dazu beitragen, dass das zusammenbringen. Okay. Aber ich will keine Brücken bauen. Ich will Häuser bauen. Also zu was lerne ich, wie man Brücken baut? Das heißt, es soll für jeden und jede, die da diese Schule machen, auch möglich sein, Schwerpunkte zu wählen selber. Für die Schulen soll das möglich sein, weil da gibt es andere Firmen in der Umgebung und da ist einfach was anderes wichtig. Und es soll auch für die Schülerinnen und Schüler möglich sein, eigene Schwerpunkte zu setzen. Und das ist es und das soll es sein.
Jetzt gibt es aber Lehrerinnen und Lehrer, denen das Ganze völlig unheimlich ist. Klar, was Fremdes, was Neues. Ihr seid da nicht die typischen Vertreter, weil ihr sitzt ja da herinnen, damit ihr euch mit irgendwelchen ausgefallenen Sachen beschäftigt. Nur, ihr seid so richtige Querdenker. Das ist aber nicht sehr weit verbreitet in der Bevölkerung. Deshalb sind wir da auch nur jetzt vielleicht, ich weiß nicht, 80 und nicht 800 oder 8000. Also, ihr seid nicht mehrheitsfähig. Ist euch das wichtig, dass ihr mehrheitsfähig seid? Nein. Ihr strebt nach dem eigenen Glück, nach dem eigenen Wohlbefinden und nach eurer ganz persönlichen Erfüllung. Und so soll es auch sein. Das heißt aber, dass es nicht die alleinselig machende Zielsetzung gibt, sondern dass es ein Menü geben muss, wo man sich aussuchen kann, was man jetzt macht, wo man seine eigenen Schwerpunkte setzt. Das heißt, die Dinge sind wichtig, die man kann, und nicht die, die man nicht kann. Jetzt stellt euch vor, es war eine konventionelle Lehrerin oder konventioneller Lehrer, die immer nur gewohnt gewesen sind, Fehler zu suchen. Ja? 15 Fehler nicht genügend. 3 Fehler gut. Viele Lehrerinnen und Lehrer sind so ausgebildet worden. Die Gymnasiallehrer sind bis vor 7, 8 Jahren, haben die keine pädagogische Ausbildung gehabt. Das würde man ja nicht glauben, aber das ist so. Das heißt, die Leute, die da drinnen sitzen, kriegen jetzt vorgesetzt eine zentrale Reifeprüfung. Ja, irgendwas Neues. Also, Aufgabe gefunden, Fehler suchen. Und jetzt sucht man einen Fehler und wenn wir ihn nicht finden, helfen wir ein wenig nach. Die technischen Schulen sind eher orientiert auf Ergebnisse. Ich sage jetzt eher, nicht nur die technischen, sondern alle Berufsbildenden, sind eher orientiert auf Ergebnisse, die müssen ja hinten noch was rausbringen, sonst ist es für die Wurst. Das heißt, die überlegen sich, wie kann ich die Reifeprüfung machen? Und dann treten so Effekte auf, dass das, was jetzt in der Zeitung steht, dass er so einen Haufen Gymnasien hat, die zentrale Reife- und Diplomprüfung nicht funktioniert. Ja? Das könnt ihr übrigens, was da passiert ist, dass sie das nicht hochladen hat lassen. Könnt ihr selber mal ausprobieren, wenn ihr ein iPhone, ein iPad oder ein Samsung oder irgendwas habt in der Art. Geht einfach her und sagt, ihr wollt App runterladen und dann startet den Download von 10 Apps gleichzeitig. Okay? Das ist der Effekt, der da aufgetreten ist. So einfach ist, das System auszuhebeln. Ist ja klar. Wenn man weiß, wie es funktioniert, geht das völlig locker. So ist passiert. Und damit hat man sagen können, das funktioniert ja alles nicht, das sind zu blöd, dass das machen. Natürlich sind ein Haufen Fehler passiert. Ist doch klar, wenn du so ein System das erste Mal einführst, da können nur Fehler passieren. Sind aber keine Fehler gewesen, bei denen man die Matura nicht ablegen hätte können. Das ist überhaupt kein Thema. Da hilft man sich, indem man eine halbe Stunde wartet und lädt es dann auf. So wie mit den Apps, indem man eins nach dem anderen macht. Ja? Es sagt schon, wo Menschen sind, menschelt's. Und diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt führen über die schlechte neue Mittelschule, die über die schlechte zentrale Reifeprüfung und ähnliche Dinge mehr, sind Diskussionen, wo wir selber, also ich sage jetzt einfach wir, weil beteiligt sind wir eigentlich alle dran, wir lesen mit Begierde die Zeitungen, wo das drinsteht, schauen uns die Nachrichten an, wo Bad News sind, weil Bad News sind ja so Good News. Na, mir sind die Bad News völlig wurscht. Und wenn du fragst, was ist geblieben von gestern, von dem, was gehört hast über den Tag, zwei umgebracht haben und das, was da hängen bleibt, sind die Bad News. Ja? Also, die machen nicht die Zeitung, damit sie es nicht verkaufen, sondern weil das mehrheitsfähig ist. Geht euch vielleicht nicht ein, weil ihr selber nicht mehrheitsfähig seid, aber bei den meisten funktioniert das. Okay? Also, bitte die Schulen, egal welches Schulsystem, sollen sie damit beschäftigen, erstens, was ist menschengerecht? Das heißt, wie funktionieren wir? Und ich sage jetzt absichtlich so und so. Warum? Weil
Wenn ich einen Lehrer nicht mag, dann geht da nichts rein. Also ist es wichtig, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich mich wohlfühle in der Schule, dass der grundsätzliche Tenor positiv ist, dass meine Eltern sagen, na, so eine klasse Schule. Ob sie wissen, warum das so ist oder nicht, völlig wurscht. Völlig wurscht. Ich fühle mich einfach besser, wenn die Eltern auch sagen, das ist eine klasse Schule. Und der Großvater ist auch schon dort gegangen. Ja. Es wird völlig was anderes unterrichtet als beim Großvater, nur weil es damals er ein Leben lang seinen Beruf ausüben hat können. Die Zeiten, wo jemand seinen Beruf ein Leben lang ausüben kann, sind vorbei. Weiß ja jeder von euch. Das heißt, die Zukunft liegt in der Veränderung. Manche haben Angst davor. Oh, es ändert sich an, was soll ich mich da noch halten? Ja? Ihr seid typisch Leute, die mit der Veränderung leben, die neugierig sind, die sagen, klasse, und da tut sich wieder was, und jetzt fahre ich jetzt erst nach Schladming, weil da gibt es einen Vortrag, der taugt mir auch, und muss der ja geben. Wir haben einen Vortrag, und der kommt aus Wien, nur damit er da vortragt. Nicht deshalb, weil ihm das so also taugt, da vorzutragen, weil er sagt, er kann euch was sagen, was vielleicht interessant ist. Nämlich jetzt gerade die Leute, er hat auch gesagt, darf ich das verraten? Er hat auch gesagt, es ist nicht so wichtig, wie viele Leute das da sind, es ist wichtig, dass die Richtigen da sind. Ja. Das ist. Danke. Ja. Und das ist es auch. Auch für mich in der Schule ist nicht so wichtig, ob ich 1200 oder 800 Schülerinnen und Schüler habe. Es ist wichtig, dass die was dort hingehen, auch wirklich das kriegen, was sie erwarten. Ja. Dann passt's. Dann sind die hochzufrieden und werden begeistert von der Schülerin. Und damit. Und dem Spruch von vorher möchte meine heutige Rede schließen. Nicht die Schule ist schlecht, sondern das, was wir aus dem machen. Und eine Schule wird dann gut, wenn die Lehrerinnen und Lehrer die Schüler und Schülerinnen mögen und umgekehrt. Danke. Ganz, ganz herzlichen und lieben Dank, Franz Kurz, für deine ja, tiefgehenden Gedanken und Ausführungen aus der Sicht eines Vorgesetzten, kann man da glaube ich nicht sagen. Ja, wir haben ja Vorgesetzte, Hingesetzte, Angelehnte, Eingestellte, aber Vorgesetzte gehen nicht in die Freizeit hinaus. Und betreuen dann noch irgendwelche soziale Organisationen. Herzlichen Dank, dass du heute wieder da warst für uns.